Moin, herzlich willkommen bei Rix Modellbau. Bei der Kobra geht's weiter mit Ausgabe 63 und folgende. Und zwar mit Ausgabe 63 bekommen wir einen Kabelbaum und elektrische Bauelemente. Da wollen wir doch gleich mal Teilchen befreien. Kein Teilchenbeschleuniger, sondern Teilchenbefreier. So, wo habe ich denn hier? Habe ich Background. Zicuzi. Sehr gut. Hier bekommen wir OP14. OP7, einen fertig vorgefertigten Kabelbaum, ist ja auch interessant. Man hat den Vorteil, die Längen stimmen in der Regel, aber ob das, je nachdem, wie das Material sich verhält, werden wir sehen. Und dann haben wir hier noch so ein paar, elektrische Teilchen. Gut. Als erstes hole ich euch mal etwas näher ran. Wir brauchen dieses Bauteil vom letzten Mal. Und nehmen das elektrische Bauelement 1. Ach, schade, es wäre schön, wenn sie auch noch geschrieben hätten, was es denn wirklich ist. Na gut, das geht nur in eine Richtung, wie man sieht, weil wir haben hier oben einen kleinen Nupsi dran, der in dieses kleine Löchlein oben reingehört. Da wird es reingesteckt und wird auf der Rückseite mit einer OP14 Schraube von hier befestigt. Okay, dann haben wir hier diesen, Entschuldigung, Kabelbaum. Und da kommt dieses elektrische Bauelement Nummer 2. Das kommt hier auf diesen Ding, das draufgesteckt. Okay. Das kommt dann direkt hier oben drüber. Ja, da ist das obere Loch ein bisschen knapp, aber es geht, es reicht. So, das kommt dann da so. Also drauf und wird von der Rückseite wahrscheinlich mit einer OP7. Jawohl. OP7. Jetzt müssen wir die Kabel stecken, verteilen oder wie auch immer. Und dieses hier
kommt hier rein. Na komm schon, wehr dich nicht. So, dann kommen die anderen hier in die oberen Löcher auch rein. Rein. Da rein. Und hier hinten. So, ich hoffe, ihr habt das jetzt. Moment, wenn ich das jetzt hier drinnen habe, zeige ich euch das nochmal. Also wir haben dann hier reingesteckt und hier oben rein. Jetzt will ich mal gucken, kriege ich das hier noch ein bisschen. Dichter, tiefer. Naja, nicht wirklich. Ich kaputt mache, lasse ich so hängen. Die sollen also schon rausgucken. Mal schauen, warum will der hier nicht? Weil da oben etwas zu breit geraten ist. Hier noch mal kurz Ausbeulung. So, und dann passt er auch ganz rein. Gut. Das haben wir. Jetzt haben wir hier elektrisches Bauelement Nummer 3. Mit der Öffnung nach links rüber. Jetzt ist da reingesteckt. Und auf der anderen Seite kommt dieses elektrische Bauteil. Mit dem kann man es lesen. Ich kann es jetzt gerade nicht lesen, aber jedenfalls hier mit diesem blauen Symbol nach links. Oder auch nicht. Tja. Passend tut es nur andersrum. Dann haben wir wahrscheinlich diesen Druck oder Aufkleber, was es auch immer ist, falschrum drauf gemacht, weil andersrum kriege ich es nicht fest. Weil wir haben nämlich unterschiedlich große Löcher. Ah ja. Na gut. Gut, jedenfalls, das war Ausgabe 63. Nach 63 kommt richtig 64. Ihr hört, meine Sache ist etwas langwieriger, das sind sozusagen die Spätfolgen, mit denen ich mehr kämpfe als mit den eigentlichen ursprünglichen Symptomen, aber so ist das halt im Leben. Wir bekommen hier ein paar Kleinteile, weitere elektrische Bauelemente. Die heißen einfach nur elektrisches Bauelement. Ich finde es schade, aber naja. Alles elektrische Bauelemente. Und hier haben wir OP7-Schrauben. Okay.
Als erstes, wir haben ja hier diese Kabel hier da so liegen. Und das wird so sein, dass wir hier diese silbernen da so drauf. Da so rein. Ja, das war jetzt natürlich blöd. Das ist nämlich hier wieder raus gerutscht. Dann probieren wir es halt nochmal, indem wir das etwas dichter ranhalten. Haben wir. Es kommt hier so dran. Dann kommt dieses elektrische Bauteil. Wir haben da, ihr seht hier ein Kerbung, so dass das Kabel quasi unten reingeht. Wir haben hier oben noch einen Führungsstift. Plopp. Und das Ganze wird dann rückseitig mit einer OP7-Schraube, die nehme ich noch vom letzten. Weil die ist ja noch gut, die kann man ja noch nehmen. Gut, und dann als nächstes haben wir dieses Bauteil und das ist so, da stecken wir das da unten rein. Mal gucken, dass ich hier ein bisschen schau wer. So, es ist drinnen. Was kommt hier unten rein? Okay. Auch dieses wird mit einer OP7-Schraube festgeschraubt. Dann dürfen wir dieses Kabel da einstecken. Ich habe noch was vergessen. Hier drüben kommt nämlich auch noch ein Bauteil hin.
Jo, ist es denn? Gucken, dass ich das hier vielleicht. So, das haben wir dann hier fest und das kommt nämlich, wird nämlich an der Rückseite auch mit einer OP7 Schraube festgemacht. Also ich finde diese Art der Verkabelung richtig gut. Es sieht deutlich besser aus, als wenn ich da diese schlanken, also diese Schläuche nehme, weil das ist irgendwie nicht schön. Nicht so schön. So, nach 64 sind wir mit dem Pack 8 fertig. Wir beginnen Pack 9. Und zwar mit Ausgabe 65. Was bekommen wir denn da? Hosenträger, Gurt für den Fahrersitz, Haken und vordere Stange für den seitlichen Käfig rechts. Aha. Wir haben hier eben an der Spritzwand gearbeitet und wechseln jetzt zu einem anderen Bereich. Gut, machen wir so. Wir befreien Bauteil Nummer 65. Eigentlich in der 66 drin. Ah ja. Also wir haben auch, hier kommt dann glaube ich auch noch irgendwie was dran. Also wir sind jetzt nicht nur rein '65, einmal befreien. Wieder hier eine neue Befreiungsklinge reinmachen. Ah, das ist ja die ersten Teile vom Käfig. Als erstes holen wir auf Bauphase 03. Schon ein Weilchen her. Diesen Überrollbüschel. Büschel, Büschel. Okay. Hier sind die Halterungen. Hier sind das und das. OP10 Schrauben. Die Bezeichnung kommt mir bekannt vor. Ich habe hier sogar noch welche. Aha. Gut. Also als erstes nehmen wir die Halterung für den Hosenträgergurt hier hinten dran.
OP10-Schraube. Diese Halterung hier dran, dann kommen diese Haltepunkte und hier links soll ich eine OP10 reindrehen und auf deiner Seite genauso. Hier ist er auch links. Gut. Greift nicht sehr gut, aber sie hält. Achso, und jetzt kommen hier diese Haken. Brauche ich die Hosenträgergurte. Aber wie rum müssen die denn? Aha, so. Also der kommt da drin. Und der andere kommt da drin. Ich ziehe mir natürlich den ganzen Stift hier mit raus, das gefällt mir nicht, also der geht nämlich sehr leicht da rein. Wie dann da irgendwas verloren geht. Lieber dann eine Troppe Kleber. Dann haben wir das anschließend. Nehmen wir dieses Teil und hier den ersten Teil von dem Käfig. Genau. Ingebatscht. Jo. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir für heute, also für diese Folge Schluss. Und ich sage Dankeschön, danke fürs Einschalten.
Ich hoffe, es hat euch wieder etwas Spaß gemacht. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Ich werde das Video zwar jetzt abdrehen, aber hoffentlich, wenn es ausgestrahlt wird, ist mein Hals in Natura schon etwas besser. Andernfalls muss ich euch weiterhin noch ein bisschen was vorknurren. Jo, ich sehe gerade hier, das Kabel hat sich rausgezogen. Das werde ich dann gleich auch noch mal ein klein wenig mit einem Tropfen Kleber befestigen. Jo, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Bleibt vor allen Dingen gesund. Und ja, ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können. Bis dahin, tschüss, macht's gut. Euer Rick.